Das Feuerherz. Sanft rieselten dicke Schneeflocken auf den zur Ruhe gekommenen Boden. Das weiße Land war klein und kalt. Und abgesehen von den Erschütterungen, die es manchmal ergriffen und neuen Schnee über die Landschaft brachten, war es friedlich und ruhig. In diesem Land lebte Flöckchen und war glücklich. Trotz der klirrenden Kälte wurde es warm gehalten von einem brennenden Herzen aus Feuer, das in seiner Brust loderte. Solange es sein warmes, rotes Leuchten sehen konnte, war alles gut. Solange war es am Leben. Es hatte eine glänzend blaue Haut, welche wunderschön die eisige Frostlandschaft um es herum widerspiegelte. Und es liebte Spaziergänge durch die einsame Fläche. In der Umgebung des Häuschens, in dem Flöckchen mit ein paar anderen seiner Art wohnte, gab es immer interessante Dinge zu finden, die im Schnee nach den Erdbeben aufgewirbelt worden waren. Flöckchen hielt inne, als es merkwürdige Geräusche vernahm. Hallo? Wer ist denn da? Langsam und vorsichtig setzte Flöckchen sich erneut in Bewegung, getrieben von der Neugierde, woher die Geräusche gekommen waren, die nun abrupt verstummten. Da saß eine Gestalt am Boden kauern, die wehleidig zu ihm aufsah. Glöcklein, was machst du denn hier? Mir ist etwas Schlimmes passiert. Irgendetwas an Glöckleins Gebaren war merkwürdig. Als wollte es etwas hinter seinem Rücken verbergen. Es wirkte nachdenklich, beinahe beschämt. Was ist denn passiert? Mein Herz erlischt. Und tatsächlich, nun erkannte auch Flöckchen, dass Glöckleins Herz nur noch schwach klomm. Ich werde sterben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist ja furchtbar. Was hast du da am Boden getrieben? Ich habe nach etwas Hilfreichem gesucht. Nach irgendetwas, das mir helfen könnte. Ah! Schmerzgepeinigt griff sich Glöcklein an sein Herz, dessen letzter Funke erlosch. Angst ergriff Flöckchen. Bisher war noch nie das Herz von einem seiner Art erloschen. Ende und Tod waren immer nur absurde Konstrukte gewesen. Irgendwie musste Flöckchen seinem Freund helfen, sein Herz wieder zu entfachen, bevor es zu spät war. Beruhige dich. Ich werde dir helfen. Wir müssen dich erstmal warm halten und dann entfachen wir dein Feuerherz wieder neu. Ich weiß es, die tanzen in den Kesselchen. Komm, ich bring dich zu ihnen. Rasch hatte Flöckchen den Freund gepackt und zog ihn mit sich. Sie stolperten gemeinsam durch den Schnee, den Hügel hinunter zu der Grube des ewigen Frostsees, auf dem die kleinen, dampfenden Kesselchen wild durcheinander liefen, getragen von ihren steifen Stummelbeinchen. Hin und wieder schwappte etwas heißes Wasser aus ihrem Inneren auf das Eis, wo es sofort gefror und sich in die spiegelglatte Fläche einfügte. Wir müssen uns ein Kesselchen fangen. Vielleicht kann die heiße Brühe darin dein Herz neu entfachen. Ja. Flöckchen sah Glöcklein an, dass es nicht mehr lange aushalten würde. Und es war auch nicht mehr schnell genug, um noch auf die Jagd nach einem der flinken Kessel zu gehen. Flöckchen musste dies allein schaffen. Es beobachtete die bunten Kesselchen, in denen es brodelte und köchelte, und prägte sich ihre Pfade ganz genau ein, bis es die Spuren auf dem dunklen Eis unter ihnen bemerkte. Feste Einkerbungen im Eis, die vom stetigen Weg der flinken Kesselchen zeugten. Flöckchen stellte sich mitten auf eine der Spuren. Und siehe da, schon nach kurzer Zeit brauste ein Kessel mitten auf es zu.
und Flöckchen stürzte sich darauf. Dann endlich hatte Flöckchen den Henkel gepackt und hob ihn in die Luft. Die kleinen, starren Beinchen des Kessels strampelten in der Luft weiter. Ich lasse dich ja bald wieder frei, aber erst einmal musst du mir helfen, meinen Freund aufzuwärmen. Flöckchen brachte den Kessel herüber zu Glöcklein, das zittrig und einsam am Rande der Grube hockte. Hier, wärm dich an dem Kessel auf und gib mir dein Herz. Ich versuche es zu wärmen. Flöckchen nahm Glöckleins erkaltetes Herz an sich. Und während Glöcklein die Wärme des Kesselchens genoss, füllte Flöckchen das Herz mit kochendem Wasser auf. Doch wie heiß dieses auch war, es entfachte das Herz nicht mit neuem Leben. Flöckchen wurde traurig. Und auch Glöcklein war die Verzweiflung anzusehen. Es war noch immer ebenso kalt wie zuvor. Ich halte nicht mehr lange durch. Flöckchen spürte es auch und traf eine schwerwiegende Entscheidung. Es nahm sein eigenes, brennendes Herz und überreichte es dem sterbenden Glöcklein. Hier, wärm dich erstmal auf. Von nun an können wir es teilen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Sofort spürte Flöckchen, wie es von der Kälte umhüllt wurde. Und begierig nahm Glöcklein das warme Leben in sich auf. Ist das kalt? Aber was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Flöckchen ließ seinen Blick streifen, in der Hoffnung, dass die Lösung es einfach anspringen würde. Und tatsächlich, in dem Moment hatte es eine Idee. Das Lebenslicht am Himmel. Es brennt immer. Aber das ist unerreichbar. Das wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir nur auf die Spitze des Berges steigen. Und heißt es nicht eh, dass unsere Feuerherzen dort herkommen? Vielleicht bekommen wir da ein neues Herz für dich. Naja, ich weiß nicht. Ob das klappt? Sieh nur, wie schwach du jetzt schon bist. Ich muss mich nur etwas an dem Kesselchen aufwärmen und mich ausruhen. Und dann kann ich... Die Erschöpfung zog Flöckchen einen raschen, aber unruhigen Schlaf hinein. Es konnte nicht sagen, wie lange dieser währte. Doch als es wieder erwachte, war es ganz allein. Selbst das Kesselchen war bereits davongerannt zu seinen Artgenossen. Mit seiner letzten Kraft rappelte Flöckchen sich hoch. Glöcklein hatte es allein gelassen. Es war einfach mit Flöckchens Herz abgehauen und hatte Flöckchen zum Sterben zurückgelassen. Die tiefe Traurigkeit und eisige Enttäuschung, die es empfand, war nicht in Worte zu fassen. Eine ganze Weile saß es traurig im Schnee. Dem Beben folgte bald erneuter Schneefall. Und als die frischen Flocken sich auf Flöckchens spiegelnder Haut niederließen, fasste es neuen Mut, welcher ihm die Kraft einhaucht, um sich aufzurichten. Glöcklein hatte es vielleicht alleine gelassen, aber es würde nicht aufgeben. Und wenn es allein das Lebenslicht am Himmel suchen musste, dann war dem so. Also begab es sich auf einen anstrengenden Marsch, der es den großen Berg hinaufführen sollte. Jeder Schritt fiel Flöckchen schwer, doch es hielt sich wacker.
bis es irgendwann nicht mehr konnte. Ihm war es so kalt. Es sackte im Schnee in sich zusammen, mitten am Hang des Berges. Die Spitze war noch so weit entfernt und seine Kraft war aufgebraucht. Die Leere in seiner Brust quälte es mit spitzen Eisnadeln. Flöckchen, wie bist du denn hierher gekommen? Glöcklein, wo warst du? Du hast mich ganz allein gelassen. Ich hatte Angst, dass ich dir das Herz zurückgeben muss und es nicht schaffe. Ich will nicht sterben. Und stattdessen hast du mich zum Sterben zurückgelassen? Du hast mir doch freiwillig das Herz gegeben. Jetzt ist es meins. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Auch dieses Herz erlischt. Was? Mein Herz erlischt? Es ist nicht mehr dein Herz. Nun ja, also ich dachte, ich kann das große Lebenslicht auf dem Berg finden. So, wie du es gesagt hast. Klein, bitte. Nimm mich mit. Ich weiß nicht. Dann sind wir ja noch langsamer, als wenn ich es allein versuche. Dann schaffe ich es vielleicht selbst gar nicht. Und wenn ich es doch schaffe, könnte ich dir einfach eins mitbringen oder so. Schon griff sich Glöcklein ein weiteres Mal ans Herz, als dessen Feuer schwächer wurde. Glöcklein, bitte. Ich habe dich auch nicht aufgegeben. Gemeinsam werden wir stärker sein, nicht schwächer. Da bin ich mir ganz sicher. Glöcklein hatte durchaus Angst davor, den Aufstieg allein zu bewältigen. Und so war es vielleicht doch für beide das Beste, zusammenzubleiben. Nun gut, dann lass es uns gemeinsam machen. Glöcklein half Flöckchen in die Höhe und stützte es. Doch es sah davon ab, das erlöschende Herz Flöckchen zurückzugeben. Nicht einmal für eine kleine Weile. Was, wenn Flöckchen es dann nicht mehr hergeben würde? Sie kämpften sich weiter gemeinsam nach oben, stützten sich gegenseitig und halfen einander hoch, wenn der andere stolperte. Sie überwanden tiefe Schneewehen und verloren fast ihr Ziel aus den Augen. Doch das Lebenslicht hielt sie auf den Beinen. Flöckchen, halte durch! Wir sind bald da! Ich kann nicht mehr! Nein, nicht jetzt! Es ist nicht mehr weit, sieh nur! Nur noch eine Windung und wir haben den Gipfel erreicht. Das Lebenslicht wird mit jedem Schritt größer. Wir kommen immer näher. Bitte, versuch doch noch einen Schritt. Flehend zog Glöcklein an Flöckchen, das entkräftet im Schnee lag, während ein Unwetter um sie brauste. Und Glöcklein wurde langsam klar, dass Flöckchen es nicht mehr bis auf die Spitze schaffen würde. Es war fast völlig erkaltet. Und da bemerkte Glöcklein, dass sein Herz trotz all der auslaugenden Anstrengung noch einmal aufloderte. Vielleicht hatte das Herz ja noch genügend Feuer, um sie beide warm zu halten. Glöcklein hatte Angst davor, es noch einmal abzugeben, weil es diese verschlingende, kalte Leere in sich nicht noch einmal spüren wollte. Aber Flöckchen hatte das Herz mit ihm teilen wollen. Und so entschied sich Glöcklein, das immer noch warme Herz entzwei zu brechen. Und es steckte sich selbst und Flöckchen jeweils eine Hälfte in die Brust. Danke, Glöcklein. Ach, es ist nur ein halbes Herz. Es ist mehr, als ich zuvor hatte. Jetzt komm. Wir müssen es schnell auf den Gipfel schaffen, bevor die halben Herzen verglühen. Ja, ich fühle mich schon besser. Glöcklein half Flöckchen hoch und in einem letzten Kraftakt überwanden sie die verbliebenen Höhenmeter, trotzten den eisigen Böen und dem dichten Schnee, bis sie ganz oben an der Spitze des Berges angekommen waren.
Wir haben es geschafft, Flöckchen. Das Lebenslicht. Es ist so hell, als ob ich danach greifen könnte. Es scheint... Was ist denn? Oh nein! Was? Was ist denn? Das ist Glas, Flöckchen. Wir sind unter einer Kuppel aus Glas. Schon stieg von unten der Schnee auf und schlug tanzende Wirbel um die Bergspitze, sodass Flöckchen und Glöcklein sich panisch festhalten mussten, um nicht mitgerissen zu werden. Dann war es vorbei und leise und ruhig rieselte der Schnee zu allen Seiten um sie herum zu Boden. Was soll das heißen? Wir sind unter Glas. Das heißt, dass alles zwecklos war. Wir können das Lebenslicht nicht erreichen. Wir sind verloren. Glöcklein, sieh nur, wie hell deine Hälfte des Herzens glüht. Ha? Du hast recht. Und deins auch. Es ist so hell wie ein Ganzes. Obwohl es doch nur hier ein halbes ist. Ich fühle mich auch gar nicht mehr kalt. Und ich habe auch keine Angst mehr. Weil du bei mir bist. Flöckchen umarmte seinen Freund. Wir brauchen das Lebenslicht nicht mehr. Wir können wieder heruntersteigen. Und solange wir füreinander da sind und teilen, werden unsere Herzen weiter brennen. Glöcklein nickte und Arm in Arm betrachteten sie das dichte Schneetreiben, blickten vom Berg herab auf den Weg, den sie gemeinsam erklommen hatten, hinüber zum Frostsee und erfreuten sich an dem flinken Treiben der Kesselchen, während sich das Lebenslicht auf ihrer Haut spiegelte und hell in ihrer Brust flammte.